So, meine Ostelf nochmal. Im Tor haben wir Thorsten Schönsee. Hat mittlerweile aufgehört und sicherlich auch ein bisschen viel Übergewicht. Aber ich glaube, bei uns in der Truppe wäre das noch ein richtig guter. Als Libero Reimann, wie heißt denn der überhaupt mit Vornamen? Michael. Michael Reimann spielt bei Condors Alten Herren. Macht viel übers Auge, weil es mit der Athletik nicht mehr so ganz klappt. Aber ich glaube, wenn der drei Leute davor hat, nämlich den Herrn Banasiak, momentan beim SC Rahl steht, den Herrn Gregori, der seit einem Dreivierteljahr gesperrt ist, weil er falsche Mittel gefunden hatte, um sich zu äußern zu einer prekären Situation. Und auf der linken Seite mit dem oftmals anfälligen Tom Augustin, der, wenn er fit ist, was er selten ist, aber bei uns würde er sich natürlich noch mal ein bisschen zusammenreißen, dann auf der linken Bahn spielen würde. So, davor haben wir die beiden Bramfelder, Carsten Henning und Mirko Schulz, bestechen momentan auch eher durch negative Schlagzeilen, aber da sind wir Ossis ja bekannt für. Aufgefangen soll das Ganze eigentlich werden von Herrn Gottschalk vom USC Paloma, der momentan beide Arme auf den Rücken geschnallt hat, weil er sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Und Herrn Pornhagen, Matthias Pornhagen, der sich da dazu gesellt. Und vorne spielen wir natürlich mit mir. Das geht ja gar nicht anders, weil ich ja Spielertrainer bin. Und René Radke, der 2 Jahre verletzt war wegen einem Bandscheibenvorfall. Und jetzt aber wieder die ersten Minuten für Paloma auf dem Platz war. So sieht sie aus, meine Traum-Ost-Elf. Danke.